Hallo zusammen, ich ist wieder euer und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Opening-Video präsentieren. Und zwar wollen wir wieder ein paar Kisten aus der Garnison öffnen, um genauer zu sein, die aus den Raid-Belohnungen. Und zwar haben wir da die große Kopfgeldbelohnung und ja, da brauche ich noch ein paar Items. Wir brauchen nämlich vor allem noch formidable Items und da sind es insgesamt noch 11 Stück. Ich brauche 3 Handgelenke, 3 Umhänge, 3 Gürtel und 3 Schuhe. Und ja, jetzt hoffen wir mal, dass hier was drin ist. 30 Stück will ich insgesamt aufmachen. Und wenn ihr mir Glück wünscht, dann sollte das hoffentlich heute was werden. Also, den ersten Sack habe ich jetzt hier schon mal abgegeben. Jetzt gucken wir mal, was Schickes drin ist. Ein Gürtel, aber ein falscher und zwar ein grandioser Gürtel. Die brauche ich nicht. Die kommen hier zu 90% raus. Also die formidablen Items sind eher selten, würde ich mal sagen. So, dann haben wir jetzt hier noch einen Druid. Gucken wir mal, was Schickes drin ist. Formidable Waffe. Also wir haben jetzt hier mal ein formidables Item gekriegt. Aber halt eine Waffe. Schade, schade. Der falsche Slot. Und dann haben wir noch einen Demon Hunter. Grandiose Kapuze, die brauchen wir nicht. Dann haben wir jetzt hier nochmal einen Druid. Jetzt gucken wir mal, was der Schickes drin hat. Und grandiose Treter. Rip. So, dann haben wir hier einen Deka. Und der hat einen Ring, das brauche ich auch nicht. So, dann haben wir noch einen Druid hier am Start. Jetzt gucken wir mal rein. Formidabler Halsreif. Zumindest was Formidables, ne? Aber Halsreif bringt mir natürlich leider nichts. So, dann sind wir jetzt auf den nächsten Druid. Jetzt schauen wir mal, ob wir da ein bisschen mehr Glück haben. Grandiose Robe haben wir da. Da haben wir sogar noch vom letzten Mal auch den Gürtel. Schade. Dann gucken wir hier jetzt mal den Schurken. Ah, grandioser Gurt. Schade, schade, schade. So, als nächstes haben wir dann nochmal einen Druid hier. Und grandioses Schmuckstück. Schade, wieder nix. Und dann haben wir noch einen Krieger. Grandioser Umhang, den brauche ich auch nicht. So, dann haben wir noch einen Paladin. Und da haben wir einen grandiosen Ring drin. Nix war. Dann haben wir als nächstes noch einen Demon Hunter mit grandiosen Armschienen. Schau mal, da hatten wir schon mal eine formidable Waffe. Aber das bringt mir natürlich auch nichts, ne? Die habe ich noch gar nicht verkauft von den letzten Malen. Und hier haben wir dann nochmal einen Krieger. Und der hat einmal formidable Trete. Oh, nice, da ist endlich ein Item. Okay, und hier brauche ich sogar noch das Plattending. Die ganze Gefahr mir hat mal. Oh, der Sound. Ich bin jetzt hier schon ein paar Stunden am Farmen, ich sag's euch. Und endlich haben wir ein Item drin. Huh, nice, sehr schön. Da ist es. Die Belohnung für die harte Arbeit. Gut, gleich weiter, dass wir noch mehr kriegen. Jetzt sind wir auf 11 Items runter. Schuhe brauchen wir jetzt nur noch quasi die Stoffschuhe, ne? So wie es aussieht. Und das andere mal zu. Naja, gut, ich brauche immer noch Platte, ne? Es hätte jetzt sein können, dass wir vielleicht mit einer Rüstungsklasse fertig sind, aber nee. Aber nee, dann gleich weiter. Nehmen wir das Glück nur mit. So, dann machen wir hoffentlich gleich gut weiter. Und zwar haben wir jetzt noch einen Paladin. Und der, formidable Kapuze, aber die brauche ich auch nicht. Kapuze habe ich schon fertig. Dann haben wir noch einen Druid. Oh, was hat der drin? Grandiose Armschienen, schade. Sudala, dann haben wir jetzt hier den nächsten Krieger. Und wie sieht's aus? Grandiose Robe. Naja, so grandios finde ich die nicht. Dann haben wir hier den nächsten Druid. Und der hat grandiose Stulpen. Dann haben wir als nächstes einen Demon Hunter mit einem grandiosen Halsreif, dass ich es noch rausbringe. Ne, den brauchen wir nicht. Und noch einen Druid haben wir auch hier noch. Und der hat was drin? Ein Ring. Den können wir auch nicht gebrauchen. So, dann haben wir als nächstes den Hunter. Und dann gucken wir mal rein. Formidable Kapuze. Oh Mann, jetzt habe ich was Formidables drin, aber halt eine Kapuze, ne? Schade. Als nächstes haben wir noch einen Evoker. Und der hat grandiose Stulpen. Shit, das brauchen wir nicht. Gut, hier als nächstes haben wir hier einen Pala. Und der hat einen grandiosen Umhang. Jetzt habe ich schon gehofft, dass ein Formidabler drin ist, ne? Schade. Als nächstes haben wir einen Chami, der hat einen grandiosen Umhang drin. Schade, schade.
So, dann haben wir den nächsten Charmstart. Wieder einen Druid. Und Hosen. Schade. Gut, dann haben wir den Priester hier. Und Stoff-Item-Wert schon ganz nice. Grandiose Robe, die habe ich auch schon. So, dann haben wir den nächsten Druid hier. Und Schultern. Grandiose brauchen wir auch nicht. Und direkt den nächsten Druid. Schultern und auch grandios brauchen wir ebenfalls nicht. Als nächstes haben wir dann einen DK und hier haben wir folgendes drin. Grandioser Gürtel, schade, den würde ich auch formidabel brauchen. Dann haben wir als nächstes noch einen Hunter. Und was hast du Schickes? Grandiose Kapuze, So, dann sind wir jetzt beim 30. Char. Und damit auch den letzten für die Aufnahme zumindest. Und dann gucken wir mal rein, was wir hier Schickes drin haben. Grandiose Armschienen. Da wären halt jetzt richtig, richtig gut gewesen, wenn es formidable wären, ne? Da brauchen wir ja noch einige. Gut, wir haben zumindest ein Item gekriegt und sind jetzt runter auf 10, die ich noch brauche, ne? Also langsam wird's an der Stelle. Aber ja, die Dropchance ist dennoch relativ beschissen. Ich werde jetzt demnächst weiter farmen, dann gibt es dann ein weiteres Opening-Video. Und ja, wenn ihr wollt, schaut da gerne rein. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.